Ich wollte gerade ein Bad nehmen und ich muss das jetzt kurz festhalten. Ich habe hier eine Kerze, aber kein Feuerzeug. Und dann ist mir eingefallen, ich habe da ja noch eine Zaubergeldbörse und Benzin. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja! Ich kann es nicht glauben, dass ich um diese Uhrzeit aufstehe, um ins Fitnessstudio zu gehen. Es ist 11:30. Bevor mich jetzt irgendjemand judgt, ich war gestern lange wach, weil ich wichtige Sachen rausgefunden habe. In welchem Land gibt es kein Klopapier? Türkei. Das kann nicht sein. Ich bin nie in ein Hotel in der Türkei. Das ist eine Website. Warum heißt es eigentlich Hosenstall? Das ist eine gute Frage. Ist der Penis der Esel? Wie ihr vielleicht wisst, habe ich eine Wette gegen meinen Manager Leon. Zwei Männer, eine Mission. Am 1. April posten wir beide ein Oben-ohne-Bild in unsere Story. Also habe ich mir jetzt einen Personal Trainer geholt. Beziehungsweise er hat mich geholt, weil ich wollte nicht ins Gym. Aber das Ding ist, ich sehe Leon nicht trainieren. Er isst nur Pizza. Die ganze Zeit. Ich glaube, Leon trainiert heimlich. Das ist schon krass. Der führt irgendwas im Schilde. Wie hat man sich im Mittelalter den Po geputzt? Sagen wir Frauen unter ein Fach. Ist im Enddarm immer Kot? Das rollt. Ich finde ja lieb, dass manche Leute bei Choice behindert sind. Was? Ist jetzt diese Leute, die sich identifizieren als querschnittsgelebt, aber gar nicht querschnittsgelebt sind. Was? Kennst du das noch nicht? Nein. Es gibt Leute, die identifizieren sich als querschnittsgelebt, sind aber komplett kerngesunde Menschen und die sitzen dann im Rollstuhl so. Na, kerngesund würde ich jetzt nicht sagen. Michelle hatte gestern Abend eine Midlife-Crisis, weil sie denkt, sie ist nicht lustig. Du bist doch lustig. Schau mal, wie oft du ausgelacht wirst. Malenchi hat jetzt eine Freundin, Carina. Aber das Ding ist, das ging schon eine Weile und ich konnte es nicht in den Vlog schneiden, weil da sind Sachen passiert. Was ist das Verrückteste, was Malenchi je gemacht hat? Was? Was? Carina! Was? Der Vierer! Wir haben sie nach Hause begleitet und dann... Carina, das kommt auf YouTube, das Malenchi hatte was mit Carina hier, dann hatte sie eine andere Freundin und jetzt hat sie eine Dreierbeziehung mit beiden. Nein! Die ist schon wieder aus! Du bist nicht auf dem neuesten Stand. Sie, ich, meine beste Freundin und ihre Maus. Carina! Ja, Malenchi hat alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Beste habe ich noch gar nicht erzählt. Malenchi macht nämlich jeden Tag dreimal Schluss. Was war die kürzeste Phase, wo ihr zusammen wart? 2 Stunden. Auf 3 sagt ihr beide die Zeitspanne, die ihr euch selber gebt, wie lange es noch dauert bis zur nächsten Beziehungskrise. 3, 2. Aber jetzt realistisch, warte, ja, realistisch. 1, 2, 3. 2 Wochen. Hier um die Ecke findet gleich ein Hero-Fan-Treffen statt und ich dachte mir, ich hole mal ein paar Fans ins Auto und überrasche sie mit Hero. Hey! Bist du Hero-Fan? Ja. Wie sehr? Lange schon, sehr lange. Echt? Schon seit Loch ist Zeit von Anfang an. Warst du schon mal auf einem Konzert? Ja. Und hast du sie schon persönlich getroffen? Nein, leider noch nicht. Echt? Ich habe sie noch nie erwischt. Sie sind ja nicht so aus in Österreich. Sie sind sehr busy. Ja, immer. Ja. Au! Wir haben hier Zwillinge. Habt ihr euch mal überlegt, dass ihr als Zwillinge euch die als Zwillinge schnappt? Ja. Ich wusste. Ja. Wen von den beiden findest du cooler? Ich glaube, früher war es Roman, jetzt ist es Heiko. Jetzt ist Heiko? Ja. Naja, warum ist es jetzt Heiko? Also ich verstehe nicht ganz. Absolut nachvollziehbar. Ich bin absolut nachvollziehbar. Findest du mich nicht cooler? Also ich würde das jetzt gerne so verstehen. Aber ich muss gar Die Mama packt's auch nicht. Seit wann verfolgst du Hero? Von Anfang an. Ich war bei einem Konzert mal dabei. Was ist dein Lieblingssong von Hero? Von Hero, Kuss auf Kuss war das. Dieses. Wen findest du besser von den beiden? Heiko. Das finde ich jetzt aber frech. Oh, hallo Heiko. Ich bin Roman, aber das ist klar. Alles gut? Ja, also ich habe alles. Kuss an dich heißt der Song, by the way. Ja, Kuss auf Song. Kuss auf Song. Ich habe gehört, das sind voll die Arschlöcher. Was ist das für Arschlöcher? Wieso kein Arschlöcher, Alter? Hast du schon Konzertkarten für den 17.? Ja, bist du dabei am 17.? Ja, auf jeden Fall. Scheiße, wir wollten dir gerade welche schenken. Aber jetzt sag mal, wie werde ich wieder cooler, wenn du sagst, Heiko ist jetzt cooler? Ich finde euch beide super. Ja, okay.